Wir waren mit der Kaderplanung soweit durch, Schrägstrich mit der Ausnahme, dass wir im Mittelsturm noch eine Position offen hatten, wo wir auf dem Markt bis zum Trainingsbeginn eben nicht fündig geworden sind und habe dann eben in der letzten Woche erfahren, dass Marius Ebbers nicht die Fallseason in Amerika spielt, sondern wieder in Hamburg ist und haben da den Kontakt aufgenommen und saßen zusammen, haben das besprochen, so wie man das bei allen anderen Transfers auch macht und Gott sei Dank schnell eine Einigung gefunden. Ich möchte auf jeden Fall noch weiter Fußball spielen. Und dann war die Frage, wo kann ich das am besten tun in Hamburg? Hatte da mehrere Gespräche mit verschiedenen Vereinen, aber letztendlich hat das Gesamtpaket hier bei Wiki gepasst. Mich verbindet seit ein paar Jahren eine langjährige Freundschaft, Bekanntschaft mit dem Ex-Sportdirektor Ronald Lotz. Wir wohnen auch zusammen im gleichen Haus und so ist die Bindung entstanden und die schnelle Kommunikation, schneller Draht. Und da hat er halt gesagt, hey, hast du mal Lust, kannst du mal was machen? Wir haben letzte Saison schon mal gesprochen gehabt für eine Verpflichtung, die hat dann nicht geklappt. Dieses Jahr hat es geklappt und das waren kurze Wege und schnelle Entscheidungen. Ich hoffe, dass von der Verpflichtung eine gewisse Signalwirkung einfach ausgeht, dass man merkt, bei Viktoria tut sich was, da ist Leben in der Bude und es gibt Ambitionen. Da ist Ebbers jetzt eben eine gute Ausnahme, die auf dem Markt war und der auch eben diese Anforderungen weit über das Toreschießen hinaus erfüllt, die uns wichtig sind. Und deswegen passt er zu uns, aber dass wir jetzt in Zukunft jede Transferperiode einmal einen Ex-Bundesligaspieler zu uns holen, ist nicht richtig. Ich hatte Gespräche mit Sven und dem Trainer, wo wir besprochen haben, wie der zeitliche Aufwand für mich aussehen kann. Ich kann leider nicht mehr oder möchte auch nicht mehr fünfmal die Woche trainieren. Das habe ich Ihnen ganz offen und ehrlich gesagt. Sie haben die Ziele oder das Ziel, wieder aufzusteigen in die Regionalliga. Das ist für mich auch sehr wichtig gewesen. Ich hatte keine Lust auf einen Verein, der so ein bisschen mitdümpeln möchte, so irgendwie froh ist, dann Zehnter zu werden. Und deswegen war das Gesamtpaket, was Wiki mir hier geboten hat, war einfach am besten. Allerhöchstes Ziel ist, sich zu konsolidieren. Wir haben nach dem Abstieg einen enormsten Umbruch genommen. Wenn das halt ein paar Spieltage dauert, sich da zu finden, dann ist das in Ordnung. Letztendlich muss man mit so einem Kader natürlich in der Oberliga oben mitspielen.